Hallo miteinander. Seht euch die Wurfschlange an. Welche Geschenke findet ihr? Посмотрите на ряд из слов. Какие подарки вы тут найдете? Richtig. Hier sind 6 Geschenke versteckt. Wir sprechen heute wieder über Wünsche zum Geburtstag. Schlagt jetzt bitte eure Bücher auf Seite 24 auf. Übung 3D. Seite 24, Übung 3D. Hört den Dialog. Was wünscht sich Klaus zum Geburtstag? Откройте книги на странице 24 и прослушайте диалог. Какие подарки желает себе Клаус? Клаус, bald ist dein Geburtstag. Was wünschst du dir? Ich möchte einen Computer. Einen Computer? Ich möchte noch mehr. Ich möchte einen Fußball, ein Fahrrad, eine Armbanduhr. Stopp, stopp! Ich habe doch Geburtstag. Ja, aber nicht so viele Geschenke. Na gut, ich möchte einen Hund. Sehr gut. Haltet das Video an, lest diesen Dialog auf Seite 25, Übung 3e und überprüft euch. Остановите видео, прочтите этот диалог на странице 25, упражнение 3e и проверьте себя. Sehr gut. Nun macht eure Bücher auf Seite 25 auf, Übung 3f. Seite 25, Übung 3f. Stoppt das Video und lest den Dialog noch einmal. Steht es im Dialog? Остановите видео и прочтите диалог еще раз. Отметьте в упражнении 3f на странице 25, верно ли высказывание. Nun überprüft euch. Gut gemacht. Schlagt jetzt bitte eure Bücher auf der Seite 27 auf, Übung 5c. Seite 27, Übung 5c. Haltet das Video an und schreibt die Sätze. Остановите видео и выполните упражнение 5c на странице 27. Напишите. Какие подарки дарят Клаусу на день рождения? Überprüft euch. Gut gemacht. Jetzt spielen wir ähnliche Dialoge. Überlegt euch, welche Geschenke ihr möchtet. А теперь мы проиграем похожий диалог. Подумайте, какие подарки вы хотели бы получить. Nun sprechen wir. Ich bin Mutter, ihr spricht wie Klaus. Готовы? Я играю роль мамы, а вы отвечаете. Klaus, bald ist dein Geburtstag. Was wünschst du dir? Was? Stopp, stopp. Ja, aber nicht so viele Geschenke. Sehr gut. Für heute machen wir Schluss. In der nächsten Stunde arbeiten wir am Thema weiter. На сегодня все. Мы продолжим с вами на следующем занятии. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.